schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wollte mich bei euch bedanken und habe mir gedacht, warum verschenkst du nicht mal etwas? Und ich bin dann losgegangen und war einkaufen für euch und ich dachte, ja, eine Verschenkung wäre doch mal was Cooles. Also, wenn ihr ein kleines Päckchen mit von mir ausgewählten Küchensachen und Produkten haben wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall mitmachen. Ich hoffe, ich habe die richtigen Produkte für euch gewählt. Und wenn das wirklich bei euch gut ankommt und gut läuft, dann können wir ja vielleicht sowas mal jeden Monat oder alle 2 Monate mal machen, weil ich glaube, ich würde das ganz cool finden. Los geht's. So, zuallererst gibt es so ein Döschen. Also es ist aus Keramik, sieht aus wie ein Cupcake. Das fand ich so süß, habe ich gesagt, das muss mit. Aber wenn ihr das dann bei euch in der Küche stehen habt, dann könnt ihr jedes Mal an mich denken. So, und dazu passend gibt es Salz- und Pfefferstreuer. Sind die nicht süß? Also, ich mag so kitschige Sachen in meiner Küche und ich finde das toll. Also, ich bin eher so für Pastell, kitschig, 60er, 70er Jahre, Cupcakes und sowas. Und deswegen gibt es einmal die. Dann gibt es einmal einen Zitronenzerstäuber und zwar tust du das einfach in die Zitrone rein und kannst dann sprühen. Ja, den habe ich mir auch gleich nochmal selber gekauft. Den gibt es zu gewinnen. Dann gibt es eine Packung Haribo Ice Cream zu gewinnen in der Sorte Ice Cream. Einige haben das schon auf meinem Instagram-Account Bako YouTube gesehen und gesagt, die gibt es in Deutschland nicht. Dann haben wir hier einmal eine kleine Reibe von Koziol. Ich glaube, das ist eine Käse-Parmesan-Reibe. Die fand ich auch ganz cool. Sieht aus wie irgendein Tier. Und, ach ja, übrigens habe ich alles versucht in rosa und pink und so weiter zu halten. Wir sind ja Mädchen, ne? Ein Flaschenöffner in lila, der sieht aus wie ein Papagei. Dann gibt es eine kleine Löffelablage, also die könnt ihr einfach neben den Herd packen. Und wenn ihr dann kocht, zwischendurch halt immer mal wieder den Löffel darauf packen, weil sonst wird die Arbeitsfläche dreckig und so wird halt immer nur das dreckig. Die ganzen Produkte habe ich übrigens mit meinem eigenen Geld gekauft, also nichts der Produkte ist gesponsert. Bei meinem Kanal ist sowieso bis jetzt noch kein Produkt gesponsert, also auch die Küchengeräte und so weiter. Dann habe ich hier einen Kochhandschuh, das ist glaube ich eine Kuh, auch wieder in Pink, also das ist so ein Neopren-Teil, also damit ihr euch die Finger nicht verbrennt. Dann gehört natürlich auch in die Küche, finde ich, Handcreme und die ist hier von Ardcore. Dazu habe ich dann halt auch nochmal das Rosenwasser, weil das gehört, finde ich, auch in die Küche. Also das kann man halt auch fürs Essen benutzen. Und ich weiß jetzt noch nicht, ob es dieses wird, aber ich gucke auf jeden Fall, dass ich hier irgendwo in der Umgebung das echte Rosenwasser für euch finde. Dann haben wir hier eine Mini-Reibe. Ich hoffe, diese hält diesmal. So, dann habe ich hier noch sowas zum Abmessen für ein Esslöffel, ein großer, ein halber und so weiter, wisst ihr. Die benutze ich wirklich sehr, sehr gerne und die gibt es auch nochmal in Pink. Und dann habe ich mir halt nochmal so Gedanken gemacht, okay, was wäre dann vielleicht noch ganz interessant? Und dann habe ich gesagt, okay, Lebensmittel, warum nicht? Probieren wir das mal, sollte eigentlich jetzt keinen Stress geben. Deswegen haben wir jetzt hier noch einmal Narekshisi, das ist Granatapfelsirup. Der wird bei uns sehr, sehr gerne verwendet. Dann haben wir hier einmal von Dr. Edgar Creme Chantilly heißt es, glaube ich, bei euch. Also Creme Chantilly, das kann man halt so über Desserts und so spritzen. Das ist so wie so eine Buttercreme, aber schmeckt nicht nach Butter, sondern wonach schmeckt das eigentlich? Also einmal in Schokolade und einmal in normal. Dann haben wir hier einmal Helva. Dann haben wir einmal meine Lieblingsschokolade, Halley. Karam, auch ein Schokoriegel. Hoshbech, so sehen die aus. Kaugummis, die laut den Deutschen nach gar nichts schmecken, Fallen. Kaffee Crown, noch ein paar türkische Schokoriegel, dann habe ich hier einmal Paprikaflocken für euch, schwarze Samen, die sind so ein bisschen schärfer. Dann habe ich hier einmal Sesampaste und Traubenpaste gemischt, das kann man als Brotaufstrich benutzen. Türkische Nutella in Mini-Format, ich weiß halt nicht, wie die euch schmeckt, deswegen habe ich nur so eine kleine gekauft. Allerletzt habe ich auch nochmal von Koziol einen Honiglöffel, also den tut ihr dann da rein. Ich mag diese normalen Honiglöffel nicht, weil erstens die aus Holz sind und sich da irgendwie alles reinsetzt und Bakterienalarm und so. Und deswegen habe ich gedacht, ach ja, hier so ein, der ist zwar nicht rosa, aber ein Honiglöffel. Das sind die Gewinne, also das ist das Paket Nummer 1. Ich hoffe, ich konnte so coole Sachen für euch auswählen. Was müsst ihr tun? Ihr müsst Abonnent meines Kanals sein. Das wär, denke ich, seid ihr schon, weil ihr das Video hier seht. Das ist schon mal kein Problem. Dann solltet ihr auf meine Facebook-Page gehen, also Bako Backen Kochen. Und dort solltet ihr bitte einmal meine Facebook-Page teilen.
Hier hinten rechts ist so ein kleiner Button, den müsst ihr dann einfach anklicken und auf Teilen drücken. Und zu allerletzt müsst ihr dann noch... Ja, und zu allerletzt solltet ihr mir noch einen Kommentar hinterlassen. Ist egal, was ihr schreibt. Ich suche dann einfach unter all den jemanden aus und dann schicke ich euch das Paket. Und das Gewinnspiel läuft eine Woche übrigens, also haut in die Tasten. Und der Versand dauert eh 2 Wochen, habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich die Sachen selber mit und verschicke sie dann wahrscheinlich aus Deutschland. Ich hoffe, die Schokolade schmilzt nicht. Der Gewinner wird benachrichtigt. Wenn der Gewinner innerhalb von 3 Wochen nicht antwortet, weil das habe ich leider schon mehrmals erlebt, dann werde ich einen neuen Gewinner aussuchen. Das ist das erste Mal, dass ich sowas seit langem mal wieder mache, weil ich hatte wirklich auf meinem Hauptkanal Beauty Lounge echt nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ich hoffe, diese kleine Geste von mir hat euch gefallen. Und ich drücke euch die Daumen. Tschüss. Viel Glück.